Ja, hi, willkommen zu einer neuen Folge Fist. Letztes Mal wurden wir stark von den Kollegen hier auf Trab gehalten. In der letzten Folge war er auf jeden Fall unstoppable. Mal gucken, ob das heute besser läuft. Wir haben ja ein bisschen gelernt und wollen heute das Gelernte auch umsetzen. Hat er drei Phasen? Aber erste Phase läuft mittlerweile. Die muss auch laufen. Das war knapp. In der zweiten Phase oder ab der zweiten Phase dreht er halt komplett am Rad. Hoppala. Ja, laber nicht rum. So, einen kurzen Zirkel müssen wir noch machen. Es ist leider, dass sich diese Kombo leider durch eine Cutscene unterbrochen. Ah, da hat mich einer gehauen. Oh, der lässt Energie fallen. Sehr gut. Oh, Mann. Ich weiß doch, dass ich das nicht machen darf. Ah, schade. Das läuft gerade nicht gut. Okay, dann kann ich mich heilen. Weiß nicht. Ich habe nur eine Heilung. Aber wir gehen in Phase 3. Was? Oder er hat... Er hat wohl nicht wirklich eine dritte Phase. Einfach Phase 2 wird ein bisschen länger gestreckt. Ja, jetzt... Oh, das war nicht gut, dass ich hier hingegangen bin. Das war auch nicht gut. Also ich komme mit jedem Versuch weiter. Also das sehe ich auf jeden Fall, aber es reicht noch nicht. Oh Mann, da wurde ich zu gierig. Ich wollte ihn punishen. Also wenn er nicht mehr da oben zu diesen Feuerbällen hingeht, denke ich, habe ich noch eine Chance. Ja. Talking about that.
ich lebe noch? Ich musste es sagen, ne? Okay, 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 okay. Also so nah war ich noch nie an seinem Ableben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Nein, bist du nicht. Ich komme immer weiter mit jedem Versuch. Wow, das hat er noch nie gemacht, den Jump gleich am Anfang, aber begrüße ich. Ich hatte in der zweiten Phase so einen kurzen Moment, wo ich richtig auf die Nase bekommen habe. Lass das sein, Sven. Lass das einfach sein. Ich versuche immer wieder Fenster zu finden, wo du ihn richtig geben kannst. Aber das ist nur nach den Jumps so. Alles andere ist so ein bisschen glücksbasiert. Ich kann ihn immer so einen Schlag geben, ja. Und mehr sollte ich auch nicht machen. Weil dann kontert er. Eigentlich ist das mit zu viel Risiko verbunden, was ich mache. Das sollte ich lassen. So, jetzt gehen wir in die zweite Phase. Ich habe leider schon einen Hit in Phase 1 kassiert. Aber dann müssen wir einfach Phase 2 besser machen. Vor allem mich hier nicht so von den Feuerdingern treffen lassen. Ja. Oh Mann! Jetzt ist so ein Spekko auch noch hier! Ja komm, bring mich um, der Spacko. Da habe ich ein bisschen Pech gehabt mit dem Feuerbell. Mit dem Feuer. Dass der nicht umgelegt wurde. Vielleicht muss ich das forcieren, dass er das Feuer schmeißt. Nein, du bist heute erledigt und wehe nicht. Das ist das Ziel für heute, dich besiegen. Weil was du so für Moves drauf hast, das weiß ich. Jetzt muss ich das bloß vernünftig zusammenkriegen. Ich muss damit aufhören. Diese Risikoangriffe. Das rentiert sich überhaupt nicht. Und ich ärgere mich maßlos, wenn das schief geht. Ich habe ja hier diesen Safe-Spot, wenn er den Jump macht. Und so ist das, glaube ich, auch gedacht. Wenn er diese Geräusche von sich gibt, dann weiß ich, dass ich einen Safe-Spot habe, ziemlich. Nein. Auf der einen Seite finde ich es ja mega geil, dass der so schwer ist. Auf der anderen Seite möchte ich ihn schon gerne besiegen jetzt. So. Boom! Jetzt müssen wir ein bisschen besseres Pattern hier haben. Okay. Ah, scheiße, das habe ich getroffen. So, diesmal werde ich nicht dahin gehen. Ah, scheiße! Ja, wie viel Pech kann man mit den Paddern haben, ne? What the fuck? Ja, weil ich seine Wampe nicht angreife, ne?
Ja, wenn ich da in die Spikes reingeschmissen werde, habe ich keine Chance. Ah, es ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Also so eine Execution, während er das macht, ist eigentlich schon ganz geil. Ja, jetzt, da das sowieso für'm Arsch ist, kann ja auch mal ein bisschen hier was ausprobieren. Wann? Ja, ich komme noch in die dritte Phase. Naja, komm. Ich habe ein bisschen früh den Kopf in den Sand gesteckt. So, das ist jetzt wieder sehr gut. Am besten lässt er Lebensenergie droppen. Hat er nicht getan. Das darf halt nicht passieren. Das sind richtig lame Gegentreffer. Komm mal, Fire Wheel. Ich bin zu lasch gesprungen, ey. Ich pack den, Leute. Ich pack den. Ich mach die Folge so lange, bis der heute fällt. Das war knapp. Hör auf zu labern und komm hier hin, die ich vermöbeln kann. Es ist auch ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen seinen beiden Phasen, ne? In der zweiten Phase kriegt er so heftige Angriffe dazu, was das einfach unfassbar schwerer macht. Das hier unter Umständen. Und danach, wenn er runterkommt, wenn er mich halt packt. Ja, das ist ein kleiner Minischlag gewesen, aber das ist in Ordnung. Scheiße! Ja, war ich zu langsam, weil ich hier in den Stacheln gefangen war. Ja, es läuft unglaublich kacke. Wenn ich einmal so in diesem Damage-Fenster bin, dann komme ich da irgendwie nicht mehr raus. Was scheiße ist. Okay, da tut er mir jetzt einen kleinen Gefallen. Ich habe noch alle meine Heilung. Also, so schlecht sieht es nicht aus. Geht er nach oben? Ja, okay. Dann einmal aufheilen. Ah, verdammt! Verdammte Scheiße! Ich werde von viel zu viel gehittet gerade! Einer der kleinen Frösche hat zum Glück einen Energietrank fallen gelassen. Ich habe noch eine Heilung.
Wenn er wieder hochgeht, nehme ich die. Was macht er? Okay, das war knapp mit dem Zeitfenster, aber ging noch. Okay, geht er hoch? Ja. Ich gehe mal nach hier hin. Rechts fühle ich mich sicherer als links. Wenn dieser scheiß Frosch jetzt liegen bleibt. Das ist lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja, ich musste mich mit dem scheiß Frosch auseinandersetzen, weil der am Leben geblieben ist. Mann, ey, das sah bis zur Phase 3 so gut aus eigentlich. Und langsam geht er mir auf den Sack. Hallo? Was ist da gerade passiert? Ah, scheiße, hätte ich ihn punishen können. Aber was ist da am Anfang passiert? Ich hing irgendwie über seinen Kopf in der Luft fest. So, Hälfte haben wir. Aber erste Phase ist kein Problem eigentlich. Ja, du kannst so viel Damn rufen, wie du willst. Ich bin ein bisschen ängstlich. Ich versuche mir Safe Spots zu suchen. So. Nein. Kannst du noch so oft brüllen, wie du willst? Komm, mach deinen Jump. So. So. Jetzt muss das mal hier laufen. Okay, der kleine Bastard, der liegen geblieben ist hier, ist Gott sei Dank verschwunden. Das war schon wieder sehr, sehr scheiße, was da passiert ist. Aber ich bin so durch diesen ersten Zirkel relativ gut durchgekommen und jetzt macht das mir mal richtig easy. Das ist ein sehr guter Zirkel bisher. Jetzt seht ihr wahrscheinlich wieder hochsteigen. Ja. Hoffen wir mal, dass der Zirkel jetzt nicht so scheiße läuft. So, der ist weg. Läuft nicht so schlecht, würde ich sagen. Klar hat mich das eben das Firewheel erwischt, aber... Nein, komm! Ja! Jetzt geht er wieder hoch, ne? Nein, macht er nicht. Ah, schade.
Okay, den Ziegel, den ich jetzt bei diesen zwei kriege, ist... Nein, was tue ich denn? Was tue ich denn? Oh, nee. Okay, okay, okay. Es ist noch in Ordnung. Nein. Ich hatte nur noch ein Fitzelchen Energie, deswegen habe ich es nicht gemacht. Und durch diesen Fail eben muss ich noch einmal durch den Feuerzirkel, glaube ich, durch. Der wird jetzt wahrscheinlich kommen. Jopp. Komm. Dein letztes Gesöff nehmen. Ah, schade. Ja, wenn ich in die Stacheln reinfliege und er dann das Firewheel ansetzt, das ist halt scheiße, aber ich krieg ihn jetzt! Ich krieg ihn jetzt! Verrecke! Oh, das war ein bisschen laut. Entschuldigung, Leute. Blödes Mistvieh, ey. What the fuck? I can hardly breathe in there. They should use wider ducts. You're just in time. Quick, need to get to the super cannon on the roof. Let me see. This maintenance passage will take us straight there. Als ob! Hä? Check ich gerade was nicht? Egal. Ready? Once you go up, there is no turning back. Don't worry. I won't turn back now. It's all for Torch City. Okay. Okay. Ich bin hier mit meiner Bombe angekommen. In den Upper Torch Tower. Ja, und wenn ich das richtig jetzt mitbekommen habe, ist das ein Point of No Return, so wie Ursu das gesagt hat. Das heißt, wir sind, denke ich, im finalen Bereich. Zum Glück kann ich mittlerweile... Die Falltür geht runter, okay. Mit meinem Dash. Dadurch. Ich sollte vielleicht schief dashen. Nee, nach. So, genau. Okay. Hallo? Wie viele Schläge hat der? Oh, der. Nee, ist egal. Okay, das Ding fliegt in die Luft. Was ich aber super merkwürdig finde, wenn das jetzt hier der finale Bereich... Oh, fuck.
ist, ich habe noch immer diese Sachen zum Aufwerten. Also diese dritte Sparte, das konnte ich noch nicht machen. Ah. Kann man auch noch unten dashen? Ja. Ist das... Hallo, ich hab das auch ausgerüstet! Ja, genau. Oh, das hat mich nicht getroffen! Wow! Ja, ich kann alles aussuppeln. Also mit ihren elektrischen Scheiß wollen sie es jetzt wissen, ne? So, ah! Von wegen Point of No Return. Hier ist eine Kapsel. Falls du hier die ganzen Sachen noch sammeln möchtest. Aber das werde ich, denke ich, nicht machen, weil, außer hier so vielleicht ein weiterer Energiebalken, aber sonst so was wirklich Tolles zu finden gibt's nicht. Finde ich jedenfalls. Vielleicht noch eine Möglichkeit hier, diese letzte Sparte aufzumachen, aber vielleicht sonst auch nichts, ne? Naja, Leute, ich würde mal sagen, das ist eine gute Gelegenheit, die Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.